So, Freunde, sind wir herzlich willkommen beim neuen Part in die Ecke Fest. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Komme ich da hoch? Bestimmt, oder? Ja. Optimal. Und, Frage ist halt. Komme ich so da jetzt schon hin? Ja. Optimal. Was? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Und es ist schade, dass du es nicht mehr weißt. So, schwupp. Mal drehen und... Rein da, Freunde. Rein da. Was ist das denn? Das sieht ja richtig komplex aus. Da ist eine Tür. Seht ihr die? Geh ich mal hin. So. Da gehe ich mal als erstes rein. Mal gucken, was mich da erwartet. Was ist das für eine Welt? Die ist ja mega, ey. Wow. Das ist so verkehrt, das war der Share-Button. Okay. Ich weiß nicht, was mir das bringt, muss ich sagen. Ich werde es hoffentlich immer noch mal rausfinden. Hier oben. Sagt mir, will mir was erzählen. Ein Zeitschalter. Zeitschalter kann man aufziehen. Packe den Griff mit Viereck und drehe ihn damit, bis er aufgezogen ist. Entschuldigung, das ist aber beeilig, bevor er wieder sich zurücktritt. Okay. Was bringt dieser Zeitschalter? Uai. Ah, dann kommt der... Ahaha. Wie wird er doch richtig komplex hier, Freunde. Oh. Ja gut. Das ist natürlich... Das war Skill. So, dran springen. Was war denn jetzt los? Jetzt habe ich die komplette Orientierung verloren. Das Spiel wird ja richtig knifflig hier. Was ist denn los? So, ich gucke jetzt mal. Mir scheint es fast so, als müsste ich da ganz hoch. Bingo. Bingo! Schaffe ich das von jetzt herüber? Komm, ich probier's. Ja. Ja, wunderbar. Wunderbar. So. Ja, also ich glaube, wir sind hier langsam am Part angekommen. In Fest, wo es dann doch ein bisschen kniffliger wird.
das heißt. Okay. Das ist ja doch echt. Jetzt muss ich mir richtig nachdenken hier. So, hier hoch. Oh wow, ich kann ja auch so irgendwie arbeiten, vielleicht. Das ist ja verrückt. Kann ich das so machen? Wow. Gibt es hier vielleicht irgendwie so einen Weg? Boah, das ist nicht euer Ernst, ne? Wenn das jetzt... Boah, wie komplex das wird, Freunde. Holy moly. Was haben wir hier? Haben wir hier noch alles? Was macht denn der hier? Da oben ist so ein Ding. Aha, ich glaube, ich weiß, was ich machen könnte. Hier drauf. Oh. Nicht so drauf. Okay. Nein! Oh, Gott sei Dank, jetzt komme ich da oben links hin. Kann ich ihn trotzdem noch irgendwie so drehen, dass ich da trotzdem irgendwie hinkomme? Wisst ihr, wie ich meine? Dass ich dann so mache. Hier abspringe. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Kommt euch auch die Idee, die ich habe? So. Oh, dazu müsste ich natürlich da erstmal drauf springen, ne? Das war verkehrt. Moment. Sprung. Wow, Freunde. Wow, das war... Hui. Das war... Puh. Machen wir so. Schön. Ein kleines Tor. Beim Tor könnte ich zum nächsten Zeitreisetor zurückbringen. Aber sie funktionieren nur in einer Richtung. Habe ich das jetzt aktiviert oder war das jetzt, ist das jetzt weg? Ja, da ist es doch. Na, jetzt geht's. Hä? Muss ich einfach nur davor stehen, einfach nur hochdrücken oder was? Hm. Egal, es hat irgendwie funktioniert. Deswegen alles gut. Das kennen wir doch. Ja, das kennen wir doch. Oh, wie schön, eine Schatztruhe. Um sie zu öffnen, stelle dich vor sie und drücke Viereck. Oh, Ja. Okay. Da haben wir wieder eine Schatzkarte entdeckt. Schön.
Aber kann ich jetzt wieder rein oder was kann ich jetzt machen? Sieh nur, ein Zeitreisetor. Okay, jetzt muss ich Steuerkreuz hochdrücken, um eine Zeitreise zu machen. Komme ich da jetzt wieder hin? Wo ich eben war? Nee, das ist. Das kennen wir aber auch. Das kennen wir aber auch, Freunde. Wo kommen wir jetzt hin? Ich würde da gerne noch mit dem einen Punkt dahin. Oder ist das alles nur irgendwie zufällig? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es wirklich nicht. So, hier ist das mit der Truhe. Okay, gut. Dann war das doch eben... Komme ich an den anderen Platz nicht mehr hin? Nee, kann ich gar nicht gewesen sein. Die Truhe hätte ich hundertprozentig hätte ich aufgemacht eben. Aber das ist von eben. Das ist die Welt von eben. Guck ich mal hier rein, was gibt's hier so? Oh! Bing! So, was gibt's hier? Ich check nur nochmal hier die ganzen Sachen ab. Und noch einer. Yay! Ich habe einen Würfel vor. Ich habe einen Würfel, Freunde. Du hast vier Würfel gefunden. Jetzt kannst du die Tür öffnen, die wir vorhin gesehen haben. Du weißt schon, die Tür direkt vor deinem Dorf. Okay. Läuft bei mir, würde ich sagen. Was gibt's hier? Guck ich hier nochmal rein? Noch ein Würfel. Ja, wunderbar. Das läuft ja hier wie geölt, Freunde. Oh, diese Schildkröte. Ich hole hier nochmal alle Räume, dass ich das im nächsten Part nicht mehr machen muss. Sonst vergesse ich das. So, aber wie goldig die ist, die Schildkröte. Ich will auch so eine Schildkröte haben. Ich frage mich, was das hier bedeutet. Ja, das ist doch so ein QR-Code. Den tue ich mal screenshotten. Guck später mal, was der macht. Ja. Hat der jetzt hier echt noch Dings, ne? Versichern. Da gibt's hier irgendwas. Da gibt's auch noch was. Hier noch mal rein. Guck ich hier noch mal rein. Okay, da geht's wahrscheinlich weiter. Na gut, Freunde. Das machen wir dann im nächsten Part. Jetzt wieder heißt in die Ecke fest. Und ja, ich verabschiede mich jetzt von euch. Bedanke mich sehr dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt in die Ecke fest. Euer Neronius out. Lasst den dritten Schritt. Yes, sir.